wenn mir jemand in die Familie reinfunkt, der Staat, dann hat er mich als Gegner. Das ist wie ein Hund. Wenn du diese Ecke drängst, dann baut der mal um. In der Corona-Pandemie hat es viel Spannung gegeben zwischen den verschiedenen Meinungslagern. Heute ist die Pandemie durch, aber aus persönlichen Begegnungen weiss ich, dass bei einem Teil der Leute, die die Massnahmen kritisiert haben, die Wut immer noch gross ist. Ich weiss, dass in dieser Bewegung sehr viel Mühe haben. Mit Politik und mit Wahlen. Auf einmal ist einfach so der Boden weg und dann merkst du so, die nehmen dich nicht mehr ernst, die wollen nicht mit dir reden. Ich frage mich, was aus diesem Grau ist entstanden und was es bedeutet. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns als Gesellschaft. Habt ihr schon unterschrieben? Für das Covid-Gesetz sammeln wir nochmal. Ich war sehr ein politischer Mensch. Und Abstimmungen, das hat für mich dazugehört. Und wenn ich seit der Pandemie nehme ich das Kuvert und kein Saalpapier. Der Ausgangspunkt dieses Films war eigentlich vor einem Monat, als ich den Speedy am Bahnhof zu Bern nach Jahren wieder getroffen habe. Ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt beim SRF und nachher ein Spiel gibt es eine Wut oder Verärgerung über das SRF, über die ganze Pandemie-Berichterstattung gekommen. Und dann habe ich gemerkt, krass, es ist nicht einfach eine Enttäuschung über einen Zeitungsartikel oder über einen politischen Entscheid, sondern beim Speedy ist wie nachhaltig etwas anderes. Es hat sich etwas da, etwas Wichtiges und genau das wollte ich herausfinden. Speedy, wie geht's? Ja, gut. Schön. Kommen wir. Yes. Der Speedy kenne ich von unserer gemeinsamen Zeit bei Radio Rabe. Er moderiert dort schon seit 25 Jahren und ist darum zu Bern eine kleine Legende. Es ist eine spezielle Situation für beide von uns, weil dem Speedy sein Vertrauen in Leitmedien wie SRF ist futsch. Umso mehr schätze ich es, dass er sich auf die Begegnung hier einlädt. Viele Leute haben die Medien verloren, so wie ich. Oder? Ich meine, ich habe ein Zeitungsabo bei der Tamedia-Zeitung, ich habe regelmässig eine Tagesshow geschaut, ich war immer online. Und ich meine, dort konnte ich nicht mehr hineinschauen, weil als impffreie Person bist du dort einfach verhöhnt, ausgelacht und beschimpft worden, mehr oder weniger. Am Speedy sein Gefühl bezüglich Abwendung von Medien stimmt sicher für Leute wie er, die enttäuscht wurden. Wie viel das sei, ist noch schwierig zu sagen, weil gleichzeitig das Bedürfnis nach Information in der Pandemie auch gestiegen ist. Der 48-jährige Fink, die Politik, die Medien und die Mehrheit der Gesellschaft waren viel zu unkritisch gegenüber den Massnahmen und der Impfung. So, hier ist Studio 1. Represent. Represent, Mr. Sanchez. Und Sali, Sanchez. Alles klar. Freut mich, ciao. Du hast 400 Tigers nach dem Info vor dem Gast spielen. Da können wir so ein Schweizer Pseudorock spielen, bevor der Flo kommt. Der Speedy und der Sanchez moderieren jeden Freitagmorgen zusammen eine Musiksendung. Jeden Freitagmorgen vor Abend, 95,6. Buraka. Da sind wir wieder, gang. Der Zweifachvater sagt, er sei im Herzen Hippie und träumt von einer Gesellschaft, die niemand ausgrenzt. Weil ein Grossteil der Linken das Zertifikat mitgetragen hat, ist er vor allem von dieser Seite enttäuscht. Auf einmal ist einfach so der Boden weg und dann merkst du so, all diese Leute, all diese Institutionen, die nehmen dich nicht mehr ernst, die wollen nicht mit dir reden. Zum Teil, die ausgrenzen, also hier jetzt nicht, aber in Ritschul ohne Zertifikat bin ich dann nicht mehr an Kulturanlässe gekommen. Und das ist dann schon so, das hat mich sicher wütig gemacht, das hat mich enttäuscht gemacht. Das war schon nicht nur ein positives Gefühl, das ich da hatte. Aus seiner Sicht ist er als Massnahmenkritiker von uns als Gesellschaft abgestempelt und vorverurteilt worden. Ich finde sowieso, die Begrifflichkeit war ganz tragisch in dieser Zeit. Also weißt du, Corona-Leugner. Wie gibt es noch Leute, die von Corona-Leugner reden, wenn sie über Menschen wie mir reden? Das hat ja, weißt du, ich habe nie diesen Virus geleugnet. Du hast wie deine Stimme nicht gehört gefühlt. So, du hast den nicht mehr wiedergefunden in diesem Diskurs. Überhaupt nicht. Von hinten filmen ist ein bisschen peinlich mit meiner Glatze. Okay. Merci. Was ich das Spannendste finde, ist so das Phänomen, hat man alle ein bisschen in eine Ecke gedrängt, massnahmenkritische Menschen. Und ich kann nur für mich reden und finden, es hat etwas. Ich glaube, ich hatte auch die Tendenz, alle in den gleichen Topf zu schiessen oder einfach mich zu wehren, so, fahr mal ab mit deinen Verschwörungstheorien.
So. Logisch, dass man mit heutigem Wissensstand alles etwas anders und entspannter sieht. Aber trotzdem, Falschinformationen und Verschwörungstheorien wollte ich weder legitimieren noch verharmlosen. Und gleich wollte ich offen sein, zulassen und begreifen. Der Zwist wird mich durch die ganze Reportage begleiten. Ein interessanter Befund liefert der dänische Politikwissenschaftler Michael Bang Petersen. Er hat die 21 Länder untersucht, inwiefern Vorurteile zwischen den zwei Lagern geimpft und ungeimpft herum sind. Die Studie hat gezeigt, dass Ungeimpfte von Geimpften als unintelligent und nicht vertrauenswürdig wahrgenommen wurden. Die ablehnende Haltung gegenüber Ungeimpften war im Vergleich zu anderen diskriminierten Gruppen 2,5-mal stärker gewesen. Die Ausgrenzung, die man subjektiv erlebt hat und das Gefühl, dass einem niemand versteht, das hat Spuren hinterlassen. Der Speedy hat sich in die Tendenz von der Gesellschaft zurückgezogen. Andere hingegen sind auf die Straße demonstrieren und politisch aktiv geworden. So eine Person ist Petra. Und die treffe ich heute in Bern, wo sie Unterschriften sammelt für das dritte Corona-Referendum. Grüß mich an! Hallo! Hallo, Donat, Femi. Aschi. Hallo, Aschi, Femi. Petra, gell? Freut mich. Wie geht's? Gut, merci. Und wie läuft's mit den Unterschriften sammeln? Herzig. Herzig. Aber ich habe schon ein paar. Es ist okay, wenn ich dich auch filme. Vom SRF bin ich am Filmen und Petra heute begleiten. Vom SRF? SRF. Aha. SRF steht bei uns, hat einen kleinen schweren Stand, ich weiss es, ja. Aber du, ich finde SRF jetzt sogar Schwurbler filmen. Ihr sagt immer selber euch Schwurbler, das ist mir aufgefallen. Ja, ja, ihr sagt immer selber Schwurbler. Das ist in den Medien kommt das Ging. Ja. Darum das ist mir so eichen, dass ich es nicht selber sage. Entschuldigung, darf ich kurz etwas fragen? Habt ihr schon unterschrieben? Für das Covid-Gesetz sammeln wir nochmal. Das haben sie ja verlängert. Ja, habe ich unterschrieben. Was hat alles ausgelöst? Was ist so gewesen? Was ist der Anfang von deiner politischen Karriere, sage ich jetzt mal? Also so der Ausschlag war glaube ich schon die Maskenpflicht für Kinder. Das habe ich gefunden, das geht gar nicht. Und dort habe ich wirklich nicht das Gefühl, ich muss etwas machen. Ich muss mich irgendwie engagieren, ich muss irgendetwas gegen das unternehmen. Und dort hat es angefangen. Ja. Achtung! Ich möchte dir noch unsere erste Aufrecht Bern-Fahne übergeben. Petra ist Präsidentin von Aufrecht Bern und kandidiert erstmals für den Nationalrat. Aufrecht versteht sich nicht als Partei, sondern als Bürgerrechtsbewegung. Im Kern hockt die Wut auf den Staat und unser politisches System. Der Mitbegründer Patrick Jetzer hat Aufrecht an einer Demo so vorgestellt. Ich weiss, dass in dieser Bewegung sehr viel Mühe haben mit Politik und mit Wahlen und aus dem System rauswählen. Und solange das System noch funktioniert, und das wird es hoffentlich nicht mehr sehr lang, und darum macht es auch Sinn, wenn wir in die Politik reingehen und diesen Knebel zwischen den Beinen rühren. Aufrecht kritisiert Machtkonzentration auf nationaler Ebene. Sie wünschen sich wieder mehr Kompetenz für Kantone und Gemeinden und allgemein weniger zentralistische Strukturen. Darum finden sie zum Beispiel den Lehrplan 21 gehöre abgeschafft. So wie das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen, das in ihren Augen sowieso nur Panik verbreitet. Aufrecht findet Anklang bei Staats-, Medien- und wissenschaftskritischen Leuten links und rechts im politischen Spektrum. Viele von ihnen zweifeln daran, dass der Mensch hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich ist. Und natürlich setzt sich Aufrecht ein für das dritte Corona-Referendum. Du bist jetzt handeln gekommen. Was wäre sonst passiert? Oder? Ich glaube, es kann gar nicht anders kommen, wenn ich etwas sehe oder habe im Leben, das ich nicht gut finde, dann komme ich jetzt handeln. Dann denke ich, ich muss es anders machen, ich muss es besser machen, ich muss, ja. Ich kann wie nicht nichts machen und einfach zuschauen. Das ist nicht in meiner Natur. Schon unterschrieben? Ich noch nicht, ich tue gerne. Ah, sehr gerne. Kanton, Postleitzahl, Gemeinde. Ja. Und dann unten Adresse. Ich bin vom Schweizer Fernsehen. Darf ich schnell stören? Ich schaue seit über 3 Jahren schaue ich kein Schweizer Fernsehen. Darf ich das aufzeichnen oder nicht? Das können Sie okay. Schon. Was bleibt bei euch übrig im Hinblick auf das Thema? Was ist für ein Gefühl? Ich bin enttäuscht von der Politik. Ich bin enttäuscht von den Schweizer Bürgern, die das mitgetragen haben in der Mehrzahl und es nicht durchschaut haben. Und was bedeutet diese Enttäuschung für jetzt Gegenwart, Zukunft? Eine Ablenkung ein bisschen von der Menschheit bedeutet das für mich. Ich habe nicht mehr so Vertrauen in die Menschen. Ganz einfach. Mein Sohn ist genötigt worden, weil er hat studieren wollte, sich impfen lassen. Wenn mir jemand in die Familie reinfunkt, der Staat,
dann hat er mich als Gegner. Als Gegner, der sich an Gesetz haltet, aber gnadenlos, das sage ich Ihnen. So, das Interview ist für mich jetzt beendet. Ja, du wartest. Jacqueline. Ja. Merci fürs Gespräch. Schönen Tag, merci. An diesem Namen spüre ich die volle Dosis Ablehnung und Misstrauen gegenüber mir als Journey vom SRF. Das Gespräch zeigen, die Leute können die Medien und die Politik nicht mehr ernst nehmen. Ja, das Vertrauen ist bei vielen Massnahmenkritikern ist weg, weil es einfach wirklich eben in dieser Pandemie einfach eine Meinung hat gegeben. Und dort sind auch die Medien natürlich so ein bisschen, ist alles so ein bisschen im Gleichtakt. Oder? Das ist einfach, das ist es jetzt. Wollen wir rein? Und weil das Vertrauen fehlt, demonstrieren auch heute auf dem Bundesplatz massnahmenkritische Gruppierungen. Aber nicht wegen Corona, sondern wegen dem Ukraine-Krieg. In ihren Augen geht es genau gleich weiter wie die Pandemie. Die etablierten Medien, Expertinnen und Politiker ziehen an Wahrheit vorbei. Corona ist weg, aber das Misstrauen ist geblieben. Keine Waffenlieferungen, keine Sanktionen gegen irgendwelche Nationen. Denn diese Sanktionen schaden nur dem einfachen Mann. Gegenseitiges Verständnis. Nicht diffamieren. Das ist das Thema, das bei mir herumkatscht, das uns schwierig finden. Auch wenn ich eben jetzt zugelassen habe bei der Demo, was da erzählt wird, dann hing schon das eine oder andere sehr fragwürdig und scheinheilig. Aber das ist ja wieder die Verurteilung. Und immer noch in diesem Spagat verreissen wir die Scheichen. Und, aber jetzt zwischen mir und Peter, da spüre ich eine Offenheit. Wir schlagen Brücken. Ein paar Tage später begleitet der Speedy mit seiner Band an ein Konzert. Ich wollte wissen, welche Auswirkungen der Post-Corona-Groll konkret auf sein Leben und auf das Miteinander in der Gesellschaft hat. So. Für mich war Sonntagabend früher ein fixer Termin, auch mit den Flapperohren und der Übergewichtung. Das sind zwei... Jacob Müller. Das waren zwei wichtige Leute für mich. Ich finde, die haben eine Polizatire gemacht, die in der Schweiz in dieser Art einzigartig war und wichtig war. Aber dann, der wegen seinem BMI zur Risikogruppe gehört, mich als Arschloch betitelt, nur weil ich mich nicht impfen lasse. Ich kann dem nicht zuschauen. Das geht wie nicht. Und von denen gibt es extrem viel. Was braucht es, für die Brücke zu schlagen? Also dort müsste ich einfach halt schon wie eine Erkenntnis, dass die Leute erkennen. Und dann kann ich dann auch wieder sagen, okay, du bist weitergekommen, jetzt lese ich wieder Sachen von dir. Und wenn das nicht passiert, also eben einem Müller, der Jacopo ist ja eh weg vom Fenster, ich werde nie mehr irgendein Sketch von dem schauen, weil sobald ich den im Fernsehen sehe, schalte ich weg. Boom. Hey. Ja, boom. Dann laden wir mal, oder, würde ich sagen. Der Speedy verlangt von der Gesellschaft eine Einsicht, verharrt aber auf seiner Position. Ich könnte jetzt sagen, er sei ein sturer Bock. Sicher ist, dass da recht viel Geschirr ist verschlagen worden. Dem Speedy, seine zwei Bandkollegen sind beigeimpft und haben einen anderen Blick auf die Causa Corona. Auf die Frage, wieso sie nicht auseinanderdriften, sagen sie unisono, die gemeinsame Leidenschaft für Musik war stärker als Meinungsverschiedenheiten. Hol mal so laut wie du kannst. Im Herbst die Wahlen, du hast 25 Jahre eine Partei gehabt, wo du dran gehabt hast. Ja, also eben eine Veränderung, die es sicher gegeben ist, dass seit der Pandemie, dass ich eigentlich die Wahlunterlagen direkt ins Altpapier tue. Das hat sich noch nicht gross geändert. Und ich weiß noch nicht, ich kann nicht sagen, wie es im Herbst ist, aber also jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen habe ich den Grünen geschrieben, ich wäre froh, wenn ihr mich aus dem E-Mail-Verteiler nehmt. Wir machen weiter mit unserem Pandemie-Song, der heisst so schön Super Spreader. I want you to get together. I want you to get together. Du hast mir gesagt, du hast
Gesellschaft hat dich an den Rand von der Gesellschaft gedrängt. Ja. Und du wartest, wie du hast gesagt, sie muss jetzt einen Schritt auf dich machen, quasi, oder die Medien soll jetzt den Schritt machen. Aber welchen Schritt machst du auf die Gesellschaft zu? Ah, jetzt warst du es aus. Ja, jetzt warst du es. Ja, du kannst ja aktiv sein. Also, ja, die anderen kannst du ja nicht beeinflussen. Du kannst nur dich beeinflussen. Ja, das stimmt. Nein, aber es ist ja so, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen in einem falschen Film bin. So. Und dort tue ich mich lieber aus dem Spielfeld rausnehmen. So. Ich gehe jetzt einfach weg vom Spielfeld, trinke ja. Mir so starr und schaue ein bisschen zu. Und habe die Hoffnung, dass ich das wieder mal kann. Dass mich der Trainer wieder einwechselt. Genau. Okay. Yes, ja, ich freue mich, wenn du zurück ins Spielfeld kommst. Das waren noch Zeiten, als Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu Tausenden auf Schweizer Straßen aufmarschierten. Und so sehen Demos heute aus. So hat die Tagesschau im Mai 2021 berichtet. Wegen dem Virus war dann Demonstrieren verboten. Eine, die gegen das Versammlungsverbot angekämpft hat, ist die Politikerin Simone Machado. Zusammen mit massnahmenkritischen Gruppen hat sie beim Bundesgericht geklagt und Recht bekommen. Daraufhin hat sich die Kritikerbewegung zu einer Grossdemo auf dem Bundesplatz getroffen, wo Machado eine Rede gehalten hat. Kein Mensch ist zertifizierbar. Das Zertifikat ist eine Einzäunung, Ausgrenzung. Durch das Zertifikat werden Menschen in zwei Kategorien eingeteilt. Die Bernerin ist mit ihrer Kritik an den Massnahmen zum Gesicht der Freien Linken geworden. Eine Bewegung aus der linken Ecke, die die linke Politik kritisiert. Der Freien Linken wird nachher gesagt, dass sie Verschwörungstheorien verbreiten und nur Rechtsextremismus verharmlosen. Weil sich Simone Machado zu wenig davon hat abgrenzt, ist sie aus ihrer Fraktion ausgeschlossen worden. Und auch der juristische Berufsverband, wo Simone Machado 14 Jahre im Vorstand war, hat sie gebeten, auszutreten. Wir treffen die 54-Jährige in Bern. Frau Machado, freut mich sehr. Sollen wir hier sagen, ich bin Simone? Donat, freut mich. Freut mich auch. Tut es immer gut. Das Rathaus vom Kanton Bern. Ja. Willst du einen Kaffee? Ein Espresso vielleicht? Ja, da haben wir so einen. Auf Staatskosten, oder? Nein, da hat es ein Käferli. Okay, komm. So, Schabern muss sparen hier. Simone politisiert seit 3 Jahren für die grüne alternative Partei im Berner Stadtparlament. Und heute Abend ist Ratssitzung. Forte. Gerne, ja. Die verschiedenen Ausschlüsse. Was hat es gemacht mit dir? Creme. Schwarz. Schwarz, Zucker. Ich würde gerne so ein Gemüt haben wie du. Schön gelassen. Das... Ja, aber ich bin auch etwas älter als du. Aha. Ja, das lernt man mit der Zeit. Gut. Genau. Aber ja, Zucker tue ich rein, dann gebe ich dir Antwort. Oh, emotional, gell? Emotional. Ich habe das, ehrlich gesagt, nicht so sehr persönlich genommen. Also, in der Politik darfst du Sachen nicht so persönlich nehmen. Also, aber du bist ja ausgeschlossen worden. Ja, aus aber von das ist... Leuten, die, ja, das sind ja nicht die Menschen, die fremd sind, sondern das sind echt deine Leute politisch. Die haben zwei auf der gleichen Bühne. Nicht? Ja, und auch viel zusammen zu tun gehabt, ja. Über Jahre, also auch beim Berufsverband. Aber also hat mich persönlich hat es mich erstaunt. Es hat mich erstaunt, wie schnell dass man so zu einem Schritt kann kommen kann. Also, genau. Mhm. Aber ich habe es nicht persönlich genommen. Die Juristin hat ihre eigenen Jahre gehabt, mit der Pandemie umzugehen. Und das hat angeregt. Als das hat angefangen mit diesem Zertifikat, habe ich das Bibliothekskärtchen gegeben und das Mobility-Abi. Ich so gesagt, ah, nein, aber geht das auch so? Aber wenn jetzt das eine Person hört, die eine Risikoperson auf das Virus, dann denkt, hey, das ist ja fahrlässig, was die Machado macht. Sie macht sich noch lustig mit dem GEA oder so. Es ist ja darum gegangen, Menschen zu schützen. Ja, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Es ist einfach Kontrollinstrument. Also, ich weiß nicht genau, das ist ja nie erhoben worden, wie viele Menschen jetzt wirklich sind geschützt worden. Durch so etwas, oder? Das ist ja. Oder, ja, das ist eben wieder mit der Studie. Aber man hat doch auch das Gefühl, das Bauchgefühl für etwas. Also. Ja, aber. Ja, dass etwas keine gute Sache ist. Ich meine, vielleicht, wenn es irgendeine Geschichte hat, geheißen, Euthanasie ist etwas Gutes. Oder irgendwie.
Elektroschock, oder? Da hat es auch Experten gegeben. Und irgendwie fühlt es sich extrem nicht gut an, Elektroschock. Ja. Aber viele, wenn sie das jetzt hören würden, würden sie denken, ja, aber jetzt, okay, jetzt kommt die, lass mich in Ruhe mit Esoterik und Bauchgefühl, hier geht es um Wissenschaft, hier geht es um Fakten, hier geht es um Leben und Tod. Leck, ist das eine esoterische Verschwörungstheoretikerin, ich übertreibe jetzt, aber ja. Wenn man dir das hat vorgeworfen, wie hat man dir das vorgeworfen und wie hast du reagiert? Wie das hat man nie. Okay. Aber okay. Das ist doch auch eine eigenartige Idee, also du bist in diesem Fall, oder nein, nicht du. Die Leute, die so argumentieren, sind in diesem Fall religiös. Die haben das Gefühl, dass Wissenschaft ist eine Religion. Das ist doch etwas, was sich ständig verändert und die Wissenschaft kann sich täuschen. Guten Abend miteinander. Mit ihren ehemaligen Fraktionsgespännli haben sie es wieder gut. Simon hockt aber immer noch fraktionslos im Stadtrat. Ciao. Hi. Gut, selber? Ja, gut. Ja. Wie Petra hat auch Simon aus der Krise etwas Neues geschaffen. Linksbündig. Ein Netzwerk aus linksfeministischen Aktivistinnen mit Sinn und Zweck, die Corona-Massnahmen aus einer linken Perspektive zu kritisieren. Sie finden zum Beispiel, durch die Massnahmen haben ein paar wenige Firmen auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger profitiert und auf das Gesundheitssystem bezogen finden sie, dass die weibliche Stimme von Pflegenden nicht gehört werde. Corona-Kritik von rechts, die kommt anders daher. Und gleich finden die beiden Lager in gewissen Punkten Überschneidungen. Dass Simon als Linke mit Rechten zusammen auftritt, hat Leute bis an ihre Haustüren gelockt. Einmal in der Nacht kam jemand. Also ich war noch wach, glaube ich, so um eins. An Briefkasten Polen und dann so einen Nazi-Kleber. Aber es ist doch schon noch interessant, du hast mir ja erzählt, du kommst so aus dem Ritschuh-Kuchen. Und dass dann, jetzt heute tun wir dir einen Nazi-Kleber an den Briefkasten. Das... Ja, aber die haben doch total den Kompass verloren. Und sie würde auch das zu dir sagen, ne? Sie sagen ja nichts, das ist es ja. Ja. Spaltung ist die dritte Pandemie. Das ist gebracht. In einem Leserbrief hat sich die Bernerin Kör für ihre Meinung verschafft. Wo die Regierungen fast alleinige Kompetenzen hat und die Grundrechte eingeschränkt werden, sollten wir einander zuhören und wieder den gewohnten pluralistischen Diskurs betreiben. Und jetzt sind wir aus meiner Sicht beim entscheidenden Thema angekommen. Die jeweiligen Informationsquellen. Simon meint, der Meinungskorridor sei zu eng und kritische Stimmen bekommen in öffentlichen Debatten keinen Platz. Wie tust du dich informieren? Was sind deine Quellen? Ja, was? So, dann schaue ich mal auf das Handy. Ja. Also nach Telegram. Ja. Etwas, was ich extrem gerne habe, ist Fressefrei. Da kann man so Podcasts. Presse TV Français. Das ist so ein französischer, die tue ich so Nachrichten. Ich habe noch gerne verschiedene Sprachen. Ja, da Französisch, Englisch und Spanisch und Deutsch. Und dann RT, Russia Today en Español. Da kommt viel über Lateinamerika. Das Gebiet interessiert mich. Aber Russia Today, dann, ist das nicht eben pure russische Propaganda, wo alles verdreht ist und ja. Putin also wenn, nicht verdreiter als andere. Also die Wahrheit musst du doch definieren. Hm. Und dann sagen sie es, wie sie es sehen. Und das kann ich doch so zur Kenntnis nehmen. Und dann, also wegen dem ist es für mich nicht Lüge oder Wahrheit. Es ist einfach eine Sicht. Mhm. Und eben, schaust du Schweizer Leitmedien, internationale Leitmedien? Ja, konsultierst also, ja, du die oder liest du die Kürze? Ja, Berner Zeitung habe ich ein Online-Abo. Und das ist ja TA Media und dann kann ich auch «Der Bund» schauen. Und NZZ Online habe ich auch ein Abo, das lese ich auch. Ja. Nachdem ich Petra an der Demo gefilmt habe, besuche ich sie daheim. Ihr Mann und sie führen zusammen einen Bio-Bauernhof. Vor Corona waren sie auf der Linie SVP, aber weil sich die aus ihrer Sicht zu wenig gegen die Massnahmen aufgelehnt haben, sind sie zu aufrecht gegangen.
Hoi. Donat, freu mich. Dino. Dino, viel von dir gehört. Aua, schon. Nur gut, danke. Ja, nochmal. Was hast du das Gefühl, was wäre passiert, wenn sie jetzt nicht hätte können, sagen wir, aufstehen und aktiv werden? Oder so wie eben in eine Bewegung kommen? Weißt du, was ich meine? Oder wie wichtig ist es für Petra aus deiner Perspektive? Ah, sehr wichtig, weil ich einfach das Gefühl habe, wir müssen uns wehren. Also, ja. Ja. Ja, ich finde es natürlich super. Für mich wäre es neu. Wieso? Nein, ich wäre jetzt auch nicht so für... irgendwie vorher zu stehen und dann gross zu reden oder so. Das ist nicht so mein Ding. Ja, das kann ich auch nicht. Du machst es mega gut, ja. Beim Mittag machen sie mir ihren Standpunkt klar. Die Pandemiebewältigung muss man jetzt kritisch aufschaffen. Sie warten darauf, dass sich Entscheidungsträger in der Politik einsichtig zeigen und sich entschuldigen. So kann das Vertrauen wieder wachsen. Prognose für die Schweiz, für unsere Gesellschaft. Wie geht es weiter? Es geht gegen weiter. Ich hoffe für die Gesellschaft, für die Zukunft, dass es das eine Lehre war, dass wir besser schauen, dass man uns nicht so spalten soll, dass man mehr probiert, aufeinander zuzugehen, zuzulassen. Tschüss! Die Pandemie ist durch, aber der Groll der bleibt. Das Erdbeben beim Speedy, bei Simon und bei Petra und auch so das gegenseitige Kopfschütteln. Sie schütteln den Kopf darüber, hey, wie politisiert man, Bericht erstattet man, wie diskutiert man oder eben nicht in diesem Land. Und ich schüttle den Kopf, hey, wieso muss man sich so von der Gesellschaft, von den Medien, von der Politik abwenden? Wieso muss es so radikal sein? Und in meinen Augen das Besorgniserregende oder die Knacknuss ist, wie kann man wieder Brücken bauen aufeinander zu? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie eine Einbahnstrasse. Die Dynamik, die sich hat entfacht, dass man sich dann in den digitalen Echokammern selber ihre eigene Meinung dreht und eben nicht mehr Brücken bauen, nicht mehr zusammen schnurren. Aber jetzt bin ich gespannt auf euren Blick auf den Film. Wie kann man Brücken bauen? Schreibt sie in die Kommentare und pfeife euch aber zuerst noch das Dessert rein. Ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Schieß los. Auf Experten hören. Mhm. Bis wo würde das gehen bei dir? Also wenn jetzt die Experten, wenn jetzt die WHO würde sagen, gefährliche Krankheit, 1000 Experten würden sagen, du musst, also ich habe mir die Frage vorher überlegt, ja, ich gebe es zu. 1000 Experten würden sagen, du musst morgen um Abend den Kopf ins WC haben, weil das tut das Hirn gut, also die Hirnzellen gut büscheln gegen die Krankheit, plus noch die richtigen Bakterien, die dich dann schützen. Würdest du das machen? Die WHO würde sagen, und 1000 Wissenschaftler. Ja, aber die drei Taskforce. Weißt du, 1000 sind 99%. Das sagen 99% der Wissenschaftler. Ja. Und dann würdest du es machen. Dann würde ich es liebend gerne machen. Das ist eine schwierige Frage. Also, was nicht gesichert ist, hey, dass du das Leben retten. So, es ist wirklich dramatisch jetzt. Man muss das machen. Ja, dann würde ich es machen. Dann würde ich noch gute Musik tun und mit viel Liebe in meinen Kopf ins Werk zu haben. Hey, du.